Herzlich willkommen zu Kraftwerk. Vielleicht hast du auch manchmal den Gedanken, Gott, kannst du eigentlich Leute wie mich gebrauchen? Heute habe ich eine überraschende Wahrheit für dich, die lautet nämlich, Gott liebt auch Zweifler. In Matthäus 28 findest du folgenden Text. Aber die 12 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie gerufen hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Was für ein Text. Diese 11 Männer lebten 3 Jahre, 24 Stunden am Tag, 7 Tage in der Woche mit Jesus. Sie haben die unglaublichsten Wunder gesehen, waren dabei, als 5000 Leute gespeist wurden mit 5 Broten und 2 Fischen. Sie hatten die Totenauferweckung von Lazarus live erlebt, die Heilung des Gelähmten, der durch die Decke gelassen wurde. Sie waren beim Kreuzestod Jesu dabei und hatten tatsächlich dann auch den auferstandenen Messias gesehen, hatten mit ihm zusammen sogar gefrühstückt. Und jetzt zweifeln sie trotzdem. Das ist meine Frage, wie lässt sich ein solcher Zweifel überhaupt erklären? Und meine Erkenntnis, die ich für mich gewonnen habe, ist, Zweifel scheint ganz offensichtlich tief in uns Menschen verankert zu sein. Adam und Eva, die ersten Menschen, die Gott erlebten, die mit ihm in der Kühle des Abends spazieren gingen und sich unterhielten, die Gottes unglaubliche Genialität und Güte gesehen und erlebt hatten, selbst sie zweifeln an seiner Liebe und an seinem Befehl. Mose erlebte die unglaublichsten Versorgungswunder Gottes und hatte doch an diesem Moment, als das zweite Mal aus dem Felsen das Wasser kommen soll, Zweifel. Johannes der Täufer, der Cousin von Jesus, der sich selber als der Wegbereiter empfunden hat, der Worte gesagt hat wie, siehe, da ist Jesus, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Als er im Gefängnis sitzt, hat er Zweifel, ob Jesus wirklich der Messias ist. Zweifel scheint also ein ganz tiefer Teil unserer menschlichen Seele zu sein. Und Leute, ehrlich, manchmal bin ich von einem Gedanken Gottes so begeistert und predige ich diese Predigt mit aller Hingabe, sitze dann zu Hause am Nachmittag und zweifle, ob das wirklich alles gut war, ob da wirklich 100%ig Wort Gottes drin war. Und es geht mir dann so wie diesem Vater, der mit seinem Sohn, der immer wieder ins Feuer geworfen und gerissen wird, zu Jesus kommt und dann sagt, Herr, ich will ja glauben, hilf meinem Unglauben. Und ihr Lieben, nicht immer helfen uns da sogenannte verstandesmäßig, theologisch gut argumentierte Beweise. Dieser Vater aus der Geschichte erlebte auch eine Gottesbegegnung. Jesus kam gerade vom Berg der Verklärung, also heiliger und herrlicher hätte der Moment nicht sein können. Mehr Gottespower gab es nicht und trotzdem konnte der Mann das nicht greifen. Wir merken oft, wie unfruchtbar es ist, irgendwelche verstandesmäßigen Beweise in Gesprächen mit Atheisten ins Feld zu führen. Offensichtlich bewegen irgendwelche Argumente nicht wirklich das Herz, sondern was wir erleben ist, dass eine persönliche Begegnung mit Jesus tatsächlich Leute zur Umkehr bringt. Wo eine Berührung mit der Kraft und der Liebe Gottes stattfindet, da hören ehrlicherweise dann auch die Debatten auf. Ich als Leiter erlebe es, dass Leute an meinen Entscheidungen zweifeln. Dass ich das Gefühl habe, grundsätzlich bei uns in Deutschland haben wir so eine Krise der Führungskultur und alles, was irgendwie mit Leitung zu tun hat, wird grundsätzlich mal unten angesiedelt und angezweifelt. Aber ihr Lieben, wenn ich in die Bibel schaue, das war bei Paulus und den Jüngern auch nicht anders. Das überraschende Element in dieser Geschichte ist doch das, dass diese 11 Männer, echte Zweifler, als sie die galiläischen Berge verließen, zur größten weltverändernden Bewegung wurden, die wir überhaupt je gesehen haben. Und das Christentum eroberte die Geschichte. Es scheint also tatsächlich so zu sein, dass Gott unglaubliche Dinge mit Menschen tun kann, die zweifeln. Abraham zweifelte.
und wurde trotzdem der Vater des Glaubens. Mose zweifelte und wurde trotzdem der Befreier des Volkes. Petrus zweifelte und wurde trotzdem der Apostel der ersten Generation. Paulus zweifelte und wurde zum Völkerapostel. Und wie oft zweifle ich, und Gott gebraucht es trotzdem? Deshalb mein Rat an dich, ob du zweifelst oder nicht zweifelst, versuch es trotzdem. Und wie hat es doch der berühmteste Zweifler im Alten Testament, Jonathan, so treffend formuliert in 1. Samuel 14, Vers 6? Vielleicht wird der Herr etwas für uns tun, denn es ist dem Herrn nicht zu schwer, durch viel oder wenig zu helfen. Gott will auch dich gebrauchen. Sei mutig heute. Gott segne dich. Vielen Dank, dass Sie unseren Kanal besuchen. Es ist unser Ziel, Ermutigung und Freude am Glauben weiterzugeben. Mit einer monatlichen Spende von 10 Euro helfen Sie uns, diese wertvolle Arbeit weiterzumachen. Gemeinsam für Gottes Reich. Gott segne Sie.